Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8.29 Uhr. Es ist Donnerstag, der 18. März 2021. Mein Name ist Carlos Martins. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Gestern haben wir den Eröffnungstrade geschlossen, aber erst abends. Das konnte ich nicht aufzeichnen. Deswegen ist das für unser Videotagebuch wichtig. Wir haben es tatsächlich im Trade Nummer 8. In dem Video sah man ja auch, dass wir im dritten Trade hier schon hätten aus dem Trade rausgehen können. Da waren wir schon im Gewinn mit 0,03. Ich wollte ein bisschen mehr haben. Das wurde bestraft in der Form, dass ich länger warten musste. Da ist Trade Nummer 8 in den Gewinn gelaufen mit dem absoluten Tagesziel. Wir haben heute dann die 14.700, meine Damen und Herren. Und das ist the first big number. Wir sind nach wie vor auf All-Time-High. Nach wie vor kann es sehr ruhig vonstatten gehen. Wir haben aber heute Morgen 35 Punkte schon Trading Range. Das ist mehr als gestern. Wir hatten gestern bis abends, glaube ich, nur 56 Punkte. Und wir haben ein Gap, was eventuell geschlossen werden müsste. Das ist jetzt unsere erste Box. 14.707 zu 14.692, die sogenannte Big Number. Gestern Blue Boxen unter 30. Gab es gestern eine 21er, die sauber in den Gewinn gelaufen ist, eine 14er, die ist sauber in den Gewinn gelaufen, eine 15er und auch die ist sauber in den Gewinn gelaufen. Und wir sind aktuell short im ersten Trade. Short im ersten Trade. Und wir blicken auf die Vola-Boxen, haben wir eben schon gemacht. Wir gehen einmal auf unsere aktuelle 14.683, also jetzt mehr oder weniger, hier kommt die Vola-Box rein, 83. So ein Stückchen höher und zu 68. Das wird die Vola-Box sein zum Notieren für alle, die einen Hedge-Auflösungstrade machen müssen heute vor mir. Tag. Okay, blicken wir einmal auf The Bitcoin. Bitcoin nach wie vor 58.361. Der DAX brauchen wir uns nicht anschauen. Sehr bullish, sieht long aus. Gold sieht auch jetzt wieder mit einer leichten Erholung. Wir haben noch kein richtiges Long Setup. Wir bleiben bei Öl. JR Ewing wird ein bisschen schwächer hier oben. Technologiebörse, Nasdaq und auch hier der Konter, Bewegung 1, 2 und S&P 500 ist auch gestern mit All-Time High. Auch hier erholt sich der Markt ein wenig. Und zu allerletzt der Dow Jones und der ist auf All-Time High. Auch hier 33.067. Also alles positiv aktuell an den Aktienmärkten. Und Volkswagen 230. Also Volkswagen 230 auf den Tageschart im Corona-Tief bei 79. Nur das nochmal zur Info. Bei 79 Corona-Tief und jetzt sind wir bei 230. Und das war hier 187. Das war der Break aus dem Hoch hier für Volkswagen. Und somit ist Volkswagen seit gestern wieder das teuerste Unternehmen, in Anführungsstrichen, das am meisten wert ist, an der Börse, von der Marktkapitalisierung, danach kommt SAP. Okay, erster Trade short und ich melde mich gleich nochmal und hole jetzt mal Maurice hier rein. Ich muss ganz kurz, wir sind bei den Eröffnungstrades, sonst verpasse ich das wieder in unser Videotagebuch. Nice. Also 16.681. So. Den haben wir lange nicht gehört in der Live-Session. Also 8.37 Uhr, dieser Trade ist heute Morgen nach Hause gelaufen und gestern im 8., heute im 1. Ich verabschiede mich jetzt aktuell bei den YouTubern, wünsche euch viel Spaß und morgen sind wir online, Börsentag München und